Ach nee, schon wieder. Das kann doch gar nicht sein. Das ist aber nicht der Weg. Aber da war doch gar keine Abzweigung. Na, hier geht's direkt in den Bach. Bei mindestens 360% Luftfeuchtigkeit ist es kein Scherz. Das sage ich euch. Oh, ein Lichtblick. Eine Treppe aus dem Mittelalter. Frühes 12. Jahrhundert. Das ist ein magisches Tor zur Anderswelt. Auf geht's. Mit Gebrüll. Oder auch ohne. Ein bisschen langsamer. Denn hier werden zwei Pferdchen spazieren geführt. Also sie meinte, dass sie sich heute auf kein Pferd setzen möchte, wegen dem vielen Ungeziefer, den Schnaken und so. Hoffen wir mal, dass sie mich am Leben lassen. Denn ich gehe jetzt hier an der Lauter entlang. Hier gibt es Alpeis. So, weil schon 2:30 ist, darf ich meine Wanderung mit einem Eis beginnen. Ich habe Alpjoghurtkirsch genommen. Wie gesagt, das ist ein Lautertaleis. Bin ich mal gespannt. Was sonst soll man hier im Lautertal essen? Das sieht lecker aus. So, und ich bin an den Ochsenlöchern, die man aber gar nicht sieht. War sehr lecker. Jetzt habe ich endlich auch wieder beide Hände frei für den Schwarzlochfelsen. Und da ist zu Ende. Grusel, Grusel. Oh, toll. Alle Wege führen in die Lauter.
Also hier war die Laute schon ganz schön lauter. Ach nee, schon wieder, das kann doch gar nicht sein. Das ist aber nicht der Weg. Aber da war doch gar keine Abzweigung. Na, hier geht es direkt in den Bach. Hier sind schon Leute so gegangen. Gucken wir mal. Ach Mensch, das wollte ich jetzt echt nicht. Der breitere Weg führt tatsächlich am Bach. Im Bach entlang. Oh Mann, bis vor kurzem waren hier noch Fahrradspuren. Wo sind die denn dann lang gefahren? Ich verstehe es mal wieder nicht. Oh Mann, ich wollte einen gemütlichen, schwülen Tagspaziergang machen. Schwülen Tag mit vielleicht Gewitter. Und jetzt sowas. Aber ich glaube, ich bin gerettet. Hier stehen zumindest ganz viele Wegweiser. Oh Gott, was soll ich denn da jetzt als erstes sehen? So, der breite Weg ist total im Matsch. Da geht es zwischen den Brennnesseln durch. Und ich gehe nach oben zur Burg Wartenstein. 500 Meter, mal sehen, ob ich das schaffe. Ach du liebes bisschen. Also ich muss hier auch wieder zurück. Aber eine Burg muss ich jetzt doch wenigstens besuchen. Zu drei wollte ich, aber ich glaube, ich packe nur die eine. Bei mindestens 360% Luftfeuchtigkeit ist es kein Scherz. Das sage ich euch. Oh, ein Lichtblick. Ui, so hoch bin ich gestiegen. Naja, da muss ich nachher wieder runter. Oh Mann. Ich glaube, die Burg, die kann mich mal. Also so ging es mir schon lange nicht mehr. Sieht auch hübsch aus. Aber keine drei Burgen mehr. Vielleicht nicht mal eine. Ach, ich muss den gleichen Weg wieder zurück. Wollte noch weiter. Da sind noch zwei Burgen und dann kann man rüber auf der anderen Seite zurück. Hier unten ist eine Brücke, aber die ist wahrscheinlich überschwemmt. Deswegen muss ich den gleichen Weg wieder zurück. Vielleicht schaue ich mal, ob das wahrscheinlich Wort wahrscheinlich lässt zumindest noch eine winzige Hoffnung übrig. Auf der anderen Seite vom Fluss ist ein breiter Weg, den ich eigentlich vermeiden wollte. Aber naja, so ist es halt im Schwarzwald. Ach nee, wir sind ja in der Lauter. Ach Mensch, das stimmt doch gar nicht, was der Baumvermesser, Erdvermesser mir erzählt hat, ich muss keineswegs den gleichen Weg zurück. Zum Glück bin ich jetzt doch noch bis zur Burg hoch. Und hier geht's weiter zur Ruine Monsberg, 1 Kilometer. Und da ist, glaube ich, auch eine Brücke und geht auf der anderen Seite zurück. Also, ich weiß auch nicht, ich sollte niemand mehr fragen.
Ui, ist das der Zugang zur Burg? Das ist ja irre. Also Stöcke wären auch heute nicht schlecht gewesen. Aber zum Glück liegen sie ja wieder bequem im Auto. Ach ja, das ist die mit der Wendeltreppe. Na dann auch. Schöne Treppe aus dem Mittelalter. Frühes 12. Jahrhundert. Eieiei, hoffentlich hält die. Jetzt wird es langsam kritisch. Oh Scheiße. Ich glaube, ich drehe um. Oh nee. Nein. Jetzt nicht. Ich bin fast oben. Oh Mist, in Zeitlupe. Eieiei. Ui, mittelalterlicher Beton. Wo ist jetzt die vielleicht unter Wasser stehende Brücke? Ich sehe sie nicht, aber ihr seht, hier ist alles unter Wasser. Also das wird der normale Flussverlauf sein und davor steht das Wasser. Ah ja, hier sieht man es gut. Das wäre mein Weg gewesen. Und der steht jetzt unter Wasser. Ach stimmt, da war ja ein Tor auf dem auf der Beschreibung. Wow. Das ist ja schick. Das ist ein magisches Tor zur Anderswelt. Beziehungsweise ich bin schon drin, denn der Weg führt ja bekanntlich immer bergauf. Und hier geht's bergab. Da gehe ich jetzt aber nicht runter. Gottes Willen, der Weg ist ja gar keiner. Wo ist der Turm? Weiß man nicht. Hier ist auch noch eine Mauer. Fenster. Da noch ein Stück Mauer. Ui, ein magischer Baum. Das ist ein künstlicher Wald zumindest hier. Da ist ein Stück Fels. An dieser Seite sieht man gut die aufgeschichteten Steine. Geht hier weiter bis davor. Und ich denke mal, hier geht es zur Burg. Sieht auch aufgeschichtet aus. Oh ja, da oben auch. Das teils natürlich. Oh ja, da oben ist eine Mauer. Das ist die Ruine Monsberg. Hier wurde auf den Felsen gebaut und hier sieht es ja wieder wild aus.
Aber jetzt gehe ich erstmal da nach oben. Wieder die Mauer. Vielleicht war das das Burgtor. Da oben ist die Mauer, die einzige, die noch steht. Und vielleicht stehen wir hier direkt in der Burg. Denn hier scheint es nach draußen zu gehen. Ja, das ist das Burgareal. So, und hier unten sehe ich schon die Lauter und hier auf dieser Seite, wie kommt das denn? Ein wunderschöner, breiter Fahrradweg. Also ich krieg gleich die Krise, wie kommt der jetzt auf diese Seite? Und hier sind es anscheinend nur noch 300 Meter runter bis zur Brücke. Naja, aber 300 Meter so. Sehr laut. Da muss ich jetzt durch. Tatsächlich 300 Meter so. Und hier ist echt so ein breiter Weg. Aber überflutet. Und da muss ich jetzt 100 Meter zur Lauterbrücke. Und wie machen wir das jetzt? Also muss ich erstmal meine Sonnenbrille aufsetzen. So Leute, auf geht's. Mit Gebrüll oder auch ohne. Oh, hier springen Frösche. Kneippbad machen. Es ist ganz schön kalt und ich würde jetzt gern rausspringen. Geht leider nicht. Ei, ei, ei. Ach ja, tut es weh. Es ist kalt und piekst. Jetzt wird es wärmer, aber es piekst immer noch. Aber ich bin kein Barfußlaufen mehr gewohnt. Ah, hier kann ich ein bisschen auf dem Dreck laufen, da ist es wenigstens weicher. Geschafft! Schaut euch mal die Palude an. Was mich geritten hat, ausgerechnet diese Tage hierher zu kommen, weiß ich auch nicht. Ach, meine Liegebank. So was Blödes. Was denn das komisch ist. Und der läuft jetzt ausgerechnet dahin, wo ich mich hinsetzen wollte. Und jetzt habe ich noch was zum Essen. Eine Schnecke, es ist kein Mohn, irgendwas. Ja, das ist die Palude, die ich von der Burg oben gesehen habe.
und dem Turm mit dem mit der Wendeltreppe. Bin ich doch tatsächlich diese Felsen hochgekraxelt. Und entweder da oder da auf dieser Bank gesessen. Und dann rüber zur Burg gegangen. So könnte sie ausgesehen haben, steht da. Und diese Brücke ist es in der Tat nicht überschwemmt, wo er meinte, die wäre wahrscheinlich überschwemmt. Also der Typ lag komplett falsch. Aber da hätte ich den steilen Weg durch den Wald noch mal runter müssen und hätte auch die andere Burgruine nicht gesehen. Ach, trotz allem. Ich genieße es, auch wenn es nicht so klingt zwischendurch. Das war schon eine Herausforderung und ich freue mich auf eine Dusche. Bänkle darf ich mich nicht hinsetzen. Das ist ein Biberbänkle. Und hier sieht man es viel besser. Das sind ganz viele Höhlen da oben drin. So, ich bin fast am Parkplatz und echt froh drüber. Aber schön war es trotzdem. Über dem Parkplatz ist hier noch eine Burg. Ich glaube, von näher sieht man sie nachher nicht mehr. Ich werde heute nicht hochgehen, denn mir langt's.